Türchen. Hallo, es ist Donnerstag, kurz vor 9. Und ich mache mich gerade fertig, weil ich gleich wegfahre. Ich muss davor unbedingt noch Wäsche aufhängen. Und es wird heute wieder warm werden, glaube ich. Okay. Ja. Ich habe gerade mein Video alles fertiggestellt. Kann um 18 Uhr online gehen. Juhu. Und dann suche ich mir jetzt was zum Anziehen aus. Es ist ja auch kalt irgendwie. Grad. Das ist die Frage. Ja, ist euch eigentlich aufgefallen? So ein Rastet. Ich habe meine Nägel geschnitten und ich finde das so cool, wirklich. Ich fühle mich so frei an. Die haben mich irgendwie nur noch gestört. Die waren so lang. Selbst beim Tippen habe ich mich immer wieder vertippt am PC und auch am Handy. Es hat mich so genervt und jetzt sind die einfach wieder klein und ich mag das. Ja, hat ja super geklappt mit dem farbigen Outfit heute. Aber ich glaube, es ist soweit. Herbstseason, Witch Season ist eröffnet. Ein ziemliches witchiges Outfit, finde ich. Alles Secondhand, außer dieses Ding. Das habe ich mal neu gekauft. Nachdem ich die alte Kleidung von der Mutter von meinem Freund anprobiert hatte und mir ein paar Sachen mit ausgesucht habe, bin ich dann noch zum Secondhand am Abend und habe mir ein paar Mäntel und Jacken und so herbstliches Zeug angeschaut und ich kann das nur empfehlen, im Secondhand Jacken und Mäntel zu kaufen. Da kosten die nur 9,99 €, 12,99 €, höchstens 18 €, 20 €. Und ich habe da schon so viele tolle Jacken gefunden. Ich kaufe auch nur noch im Secondhand Jacken und Mäntel, weil ja, im Laden zahlt man da 70 €, ja, oder natürlich auch mehr. Und ja. Ich finde, im Secondhand sind echt tolle Mäntel und Jacken. Erst recht für den Preis, ne? Ich habe da auch schon ganz viele Lederjacken und was auch immer gefunden. Und habe mich dann sogar in einen wunderschönen Mantel verliebt. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Guckt euch den an. Der sieht so vintage aus. So wunderschön. Ich liebe den. Ich bin wieder zu Hause. Es ist 9 Uhr und heute war ein krasser, krasser Secondhand-Tag. Ich habe heute so viel Kleidung von der Mutter meines Freundes geschenkt bekommen, die sie früher getragen hat. Und die haben die gefunden und dann dachten die an mich. Und dann habe ich die alle anprobiert und so. Und ich habe ganz viel geschenkt bekommen. Und danach war ich noch im Secondhand.
Und ich habe so wunderschöne Herbstsachen gefunden. Das ist einfach unglaublich. Ich bin gerade hier am Anprobieren. Und ja, ich glaube, ich zeige sie euch nicht, weil ich werde die ja dann im monatlichen Thrift. Ich kann das so schlecht aussprechen. Ich wünschte, ich könnte es gut aussprechen. Thrift Haul. Das hört sich halt besser an als Second Hand Haul. Gibt es ein schöneres Wort? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr ein schöneres Wort kennt als Thrift Haul oder Second Hand Haul. Das werde ich dann, glaube ich, alles in diesem monatlichen Thrift Haul zeigen. Klar, ich kann immer wieder mal so etwas so zeigen, wenn ich es dann anhabe oder so. Hier ist ein kleines Sneak Peek. Boah, ich habe das gerade schon gestylt und es sieht so cool aus. Wenn es nicht dunkel wäre, könnte ich richtig coole Outfit Reels drehen. Aber es ist halt schon dunkel und mega schlechtes Licht. Du bist ein Bärchen. Du bist so liebevoll. Ja, jedenfalls ist jetzt hier Chaos. Mein Anziehchaos hier. Ich liebe dich so unglaublich doll. Warum? Ich frage mich manchmal, warum ich Kleidung so sehr liebe. Das wird ja so schlecht abgestempelt, dass man oberflächlich ist oder sowas, aber ich weiß nicht, ich liebe es einfach. Ich finde auch, Kleidung ist einfach Kunst. Unbezahlte Werbung. Das hat gerade gut getan. Übrigens habe ich eine richtig coole Idee vorhin bekommen, was ich in meinem Zimmer machen kann, um meinen Kleiderschrank zu erweitern. Ich mache hier, glaube ich, einfach nochmal so eine Industriestange hin, wie in meinem Flur. Da habe ich ja auch Industriestangen und hier kommt dann eine weiße einfach hin. Ey, das wird so cool sein. Hallöchen. Es ist Freitag und wir haben wieder wundervollstes Wetter. Ich fahre gleich los, weil ich ein paar Dinge erledigen will. Und habe ein super süßes Outfit zusammengestellt. Das darf nicht fehlen. Mein Herbstlooks immer mein Thermobecher. Ich liebe es einfach, im Herbst immer so ein warmes Getränk mitzuhaben. Das ist total praktisch, weil ich fahre ja sowieso Auto und so. Und dann trinke ich immer irgendwas nebenbei und jetzt immer ein schönes warmes Getränk nebenbei trinken. Und ich liebe meinen Thermobecher, weil der passt einfach zu jedem Outfit. Den habe ich immer. Dann zwei. Und heute habe ich auch eine Sonnenbrille wieder als Accessoire. Habe mir ein Fake-Tattoo gemacht als Accessoire und habe was super Süßes an. Ich habe so Netzsocken angezogen in Weiß. Dazu einen schwarzen Lederrock, den ich neu vom Secondhand habe. Schwarzer Polunder und vom Secondhand so ein süßes, ja, wie nennt man das?
Ist das ein Hemd? Keine Ahnung, irgendwas. Und das war's auch schon. Dann habe ich meine weißen Ohrringe dazu. Und dazu noch meine liebste graue Lederjacke. Weil es scheint so die Sonne und so, aber irgendwie ist es, finde ich, kalt. Also gerade war es auf jeden Fall kalt auf mir gekommen. Und ja. Die, eigentlich wäre es richtig süß, wenn ich jetzt meinen roten, oh Gott, das sieht wunderschön aus, meinen roten Schal dazu anziehe. Ach, dann kann ich meine rote Tasche nicht tragen. Das schreit sowas von Herbst, aber weil es warm ist, entscheide ich mich für meine Tasche. Cute, super cute. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann heute. Ich weiß noch nicht wann und so. Und wie gesagt, bis dann. Ja, das sollte gut gefallen. Hast du schon gepokert? Nach dem sehr, sehr späten Brunch bin ich dann nach oben gegangen auf den Balkon und dachte mir, ich schneide da mal. Ich habe meinen PC mitgenommen und habe es mir da richtig bequem gemacht. Und ich liebe es dort. Ich finde, es ist wie in einem Paradies und man hört den Teich und die Vögel und ja, sieht die Bäume. Ich würde am liebsten immer meinen Vlog schneiden. Das war wirklich eine Workation. Ich habe mir sogar einen Eiskaffee mitgenommen und habe das richtig genossen.
Hallöchen, es ist Samstag und es ist wieder warm, 25 Grad soll es werden und ich zeige euch jetzt mal mein Outfit. Ich entschuldige mich. Diese Bluse, die ich neu vom Secondhand habe. Und ja, das ist die, die man halt auch als Kleid so tragen kann. Ja, ich habe da halt drunter jetzt einen schwarzen Lederrock, Fake-Lederrock. Dann diese Fake-Leder-Boots mit weißen Socken. Das ist mein Outfit und meine geliebte Herbsttasche natürlich. Und ich fahre jetzt mal los. Ich weiß nicht wohin. Mal gucken, was ich so finde. Ich habe auf jeden Fall mein Buch mit. Und kann mal schauen. Dann, bis dann.